Hallo und herzlich willkommen. Ich werde oft gefragt, warum es denn zwei Integralbegriffe gibt oder warum das Lebesgue-Integral eingeführt wird, wenn man doch das Riemann-Integral schon hat. Und deswegen dachte ich, ich mache mal ein kleines Video darüber und erzähle, warum man von dem klassischen Integralbegriff, was das Riemann-Integral darstellt, zu dem modernen Integralbegriff des Lebesgue-Integrals übergeht und warum dies auch sinnvoll ist. Also vielleicht fangen wir erstmal an, über das Riemann-Integral zu reden. Naja, es geht letztendlich ja darum, dass man eine Funktion r nach r integriert oder integrieren möchte. Ja, das hat sowas zu tun mit dem Flächeninhalt unter einem Graphen. Ja, vielleicht nur ganz grob. Ja, also wenn das die Funktion ist, dann ist mein Riemann-Integral letztendlich die Fläche unter diesem Graphen. Also sagen wir mal, wir haben hier ein Intervall von a bis b. Dann geht es letztendlich um diese Fläche hier. So, das heißt, das Riemann-Integral hängt mit der Flächenberechnung zusammen und deswegen gibt es auch diese Idee, dass man hier diese x-Achse zerlegt und dann Rechtecke drüber einschreibt und dann hat man eine Untersumme, eine Obersumme und letztendlich ist dieser Grenzwertprozess ergibt das Riemann-Integral, wenn er denn wohl definiert ist. Ja, also das ganz grob zum Riemann-Integral. So, nun ergeben sich folgende Probleme. Oder das Riemann-Integral hat folgende Schwierigkeiten, das schreibe ich jetzt kurz mal hier hin, die Anlass dazu geben, dass man doch vielleicht einen besseren Integralbegriff nehmen sollte. Also erstens ist es relativ schwierig, das Riemann-Integral auf höhere Dimensionen zu verallgemeinern. Das ist möglich, das macht man auch ab und zu, aber es ist etwas aufwendiger im Mehrdimensionalen. Das heißt, wenn hier eine 2 zum Beispiel stehen würde. Ja, damit hat man diese x-Achse, ist dann der zweidimensionale Raum. Und dann kann man dort natürlich äquivalent Quader hochziehen, anstatt diese Rechtecke. Aber man sieht relativ schnell, dass es, dadurch, dass man eine Richtung mehr hat, es deutlich technisch schwieriger wird, das explizit hinzuschreiben oder auch den Grenzwertprozess richtig aufzuschreiben. Alles möglich, aber es wird schwierig. Ja, das sieht man auch schon, wenn man sich den Definitionsbereich anschaut. Hier hat man vielleicht nur ein Intervall. Aber im R2 kannst du zum Beispiel als Definitionsbereich einen Kreis geben. So, machen wir mal hier ganz grob die Achsen. Also x, y, f von x, y. Ja, dann könnte ja hier im Definitionsbereich könnte ja so ein Kreis liegen. Auch den möchte man dann plötzlich mit Quadern einschreiben. Und dann sieht man schon das Problem. Also wenn wir jetzt den Kreis uns mal herausnehmen, also wenn ich nur noch y und die x-Achse hier nehme, dann wäre der Kreis das hier und darüber möchte ich diese Quader setzen. Ja, und dafür muss ich erstmal diesen Kreis mit Rechtecken überdecken und das geht natürlich schon mal nicht komplett. Ja, wenn wir das Intervall hier komplett zerlegt haben, haben wir hier auch schon einen Grenzwertprozess im Definitionsbereich selbst. Ja, problematisch. Auch lösbar, ja, auch das ist natürlich ein Grenzwertprozess, der irgendwie lösbar ist, aber alles wird technisch schwierig, sobald man mehr Dimensionen hat. Also das ist ein Problem des Riemann-Integrals, was man direkt erkennt. Dann hat man, was man in Eindimensionalen hoffentlich lernt, man hat eine starke Abhängigkeit von der Stetigkeit. Das heißt, Funktionen, die man integriert, sollen am besten stetig sein. Wenn sie unstetig sind, dann hoffentlich nur an endlich vielen Stellen. Sobald es um unendlich viele Unstetigkeitsstellen geht, hat man ein Problem. Ja, und da kennt man hoffentlich die passenden Gegenbeispiele von Funktionen, die einfach nicht Riemann integrierbar sind, obwohl sie relativ leicht hinzuschreiben sind. Das ist erstmal ein Makel. Und ein ganz wichtiger Makel ist in Bezug auf Grenzwerte. Wann kann ich denn einen Grenzwert reinziehen? Also ich schreibe es jetzt wirklich mal reinziehen hin. Also wann kann ich Grenzwertprozess vertauschen? Das heißt, wenn ich sowas habe wie der Grenzwert von n nach unendlich von einem Integral fn x dx. Also eine Funktionenfolge, die ich integriere, von mir aus auch von a bis b. Ja, wann kann ich denn jetzt einfach den Grenzwertprozess des Integrals vertauschen mit dem, der davor steht? Und beim Riemann-Integral hat man nicht sehr viele Möglichkeiten. Man braucht die gleichmäßige Konvergenz der Funktionenfolge, auf die ich jetzt nicht unbedingt eingehen will, das ist ein sehr starker Begriff. Deswegen, auch der hängt auch wieder mit der Stetigkeit im gewissen Sinn zusammen,
Aber es ist ein sehr starker Begriff und den möchte man auch abschwächen, weil man auch genug Beispiele kennt, in dem das halt nicht erfüllt ist, aber trotzdem es vertauschbar sein sollte, weil es, dass das gleich herauskommt. Ja, also das heißt, man kann das wahrscheinlich verallgemeinern, aber nicht mit dem Riemann-Integral. Das Riemann-Integral ist dazu zu starr. So, das waren jetzt so drei Punkte, die so ein paar Schwierigkeiten des Riemann-Integrals aufzählen wollen. Man kann sich mit Sicherheit noch ein paar andere überlegen. Aber das ist erstmal eine Motivation. Vor allem die Verallgemeinerung auf mehr Dimensionen bietet an, vielleicht einen etwas konstruierteren Integralbegriff zu nehmen, der für mehr, also einfach allgemeiner funktioniert, anstatt dass wir uns hier auf R2 beschränken und dann nochmal alles aufziehen. Wollen wir vielleicht alle Dimensionen oder alle möglichen Vektorräume hier auf einmal erledigen. Und da bietet sich das Lebesgue-Integral an. Und jetzt mache ich hier mal einen Seitenwechsel. Und gehe nochmal darauf ein, was das Riemann-Integral macht. Das Riemann-Integral nimmt uns nämlich jetzt nochmal das gleiche Bild. Hier haben wir die Y-Achse, da die X-Achse. Und da haben wir die Funktion. Die Funktion mache ich jetzt hier mal rot als Graphen. So, und das Riemann-Integral sagt jetzt, naja, wenn wir die Fläche darunter berechnen wollen, machen wir hier eine Zerlegung von der X-Achse. Irgendwie und schreiben unsere Rechtecke ein. Untersumme, Obersumme, alles sollte bekannt sein. Also das hier ist jetzt die Untersumme ganz grob skizziert. Ja, dann nimmt man das Infimum, Maximum oder Supremum innerhalb des Intervalls, was man zerlegt hat, und dann kann man letztendlich das Riemann-Integral definieren. So, das funktioniert dadurch, dass die Funktion, ja, die bildet jetzt ab von dem Intervall, aber ich schreibe jetzt vielleicht einfach mal R nach R. So, jede Funktion bildet die reellen Zahlen ab. So, wenn wir jetzt hier x-Achse, f von x. So, die Idee, ganz grob, vom Lebesgue-Integral ist nun, naja, ich schränke mich ja ganz schön ein, wenn ich diese x-Achse zerlegen will. Dadurch habe ich vielleicht eine Funktion, die vielleicht auf R3 definiert ist, aber trotzdem noch R abbildet. Das heißt, auf der rechten Seite, auf der Y-Achse, ist tatsächlich immer ein R zu finden. Ja, während der Definitionsbereich beliebig hochdimensional oder vielleicht auch beliebig abstrakt sein kann, das heißt, kann ich diese Unterteilung vielleicht gar nicht mehr so machen, wie ich wollte. Wie gesagt, für mehr Dimensionen haben wir nicht mehr diese schönen Intervalle, da wird es schon problematisch. Aber wir sind auf der rechten Seite immer noch in R. Also, es bietet sich doch an, anstatt die x-Achse einfach die y-Achse zu zerlegen. Und das ist auch, was das Lebesgue-Integral macht. Auch wenn es nicht unbedingt so eingeführt wird, weil das nicht die wesentliche Idee ist, aber das ist halt eine Idee, ups, Entschuldigung, das ist halt eine Idee, um es zu veranschaulichen. Also machen wir nochmal diesen Funktionsgraphen. Und jetzt zerlegen wir die y-Achse, die ja tatsächlich immer noch in R ist. Also das heißt, da können wir wieder unsere Intervallverteilung, Zerlegung wählen, wie vorhin. So, die nennen wir jetzt vielleicht mal, ja, C, CI nenne ich die mal. Hier nennt man es ja meistens einfach XI und dann hat man so eine Obersumme, das nenne ich die mal Obersumme von einer gewissen Zerlegung Z. Und dann ist das einfach die Summe von dem Supremum von in dem Intervall mal diesen Abstand. Ja, das wäre so die Obersumme und die Untersumme ist als das Infimum gegeben, also das hier nur ganz skizzenhaft. Und wenn die beiden übereinstimmen, also wenn die beiden, oder anders gesagt, das Supremum der Untersumme mit dem Infimum der Obersumme übereinstimmt, also wenn die, so feiner die Zerlegung wird, im Grenzwert gegeneinander konvergieren, ja, dann spricht man vom Riemann-Integral. Ja, also wenn das dann kann man das Riemann-Integral als zum Beispiel das Infimum der Obersumme definieren. Ja, das ist so das Vorgehen beim Riemann-Integral. Jetzt zerlegen wir aber beim Lebesgue-Integral die y-Achse und dadurch ergibt sich jetzt auch folgendes Bild. Also zum Beispiel gehen wir mal hier oben, schauen wir uns mal an. Naja, welche Teile der Funktion liegen denn in diesem Intervall? Also wir machen jetzt nicht wirklich so ein Rechteck drüber, sondern wir schauen uns an, welche Teile liegen denn in diesem Intervall. Und dann finden wir heraus,
Naja, wir haben da ein Stück. Das sollten wir vielleicht noch ergänzen nach oben. Ja, das sagen wir, das geht jetzt mal hier so weg. Das heißt, wir haben da ein Stück und da hinten auch ein Stück. Das heißt, das da bildet sich auf die X-Achse ab, nach unten. Das heißt, wir haben hier ein ganzes Intervall, was zu dieser Zerteilung hier oben gehört. Und da haben wir auch noch so ein kleines Stück. Ja, das kann ich jetzt einfach mal hier runterzeichnen. Die zwei gehören zu der Zerteilung da oben. Ja, das ist so ähnlich wie beim Riemann-Integral, aber man sieht, die Zerlegung, die wir jetzt hier auf der X-Achse erhalten, hängt nicht mehr zusammen. Ja, hängt wirklich nicht mehr zusammen. Ja, das sind zwei Teile, die wir dort rauskriegen. Und das ist jetzt auch schon die Idee. Anstatt die Zerteilung unten zu wählen, ergibt die sich halt aus der Zerlegung der Y-Achse. Und dann können wir uns jetzt überlegen, ja, wie messen wir denn die Längen hier unten? Und dafür braucht man auf diesem Definitionsbereich, also dieses R, zum Beispiel auf dem R3, aber es könnte jetzt ein beliebiger Raum sein, also da brauchen wir ein sogenanntes Maß, weil wir wollen dort die Volumen messen, um zu sagen, wie groß sind da unten diese Dinge. Ja, also im Eindimensionalen können wir da, würden wir von Längen messen sprechen, aber im Allgemeinen sagen wir, wir berechnen ein Volumen. Ja, im R3 wäre es ja tatsächlich das anschauliche Volumen, aber ansonsten spricht man einfach von Maß. Meint aber immer, wie messe ich denn jetzt Größen von Mengen? Ja, und deswegen können wir jetzt eigentlich hier, anstatt die X-Achse, können wir jetzt hier letztendlich einen beliebigen Maßraum zulassen. Einen Maßraum kann ich zum Beispiel Omega nennen. Das heißt, anstatt R3, R4, nehmen wir einfach irgendeinen Raum, der ein Maß trägt, an dem wir Volumen messen können. Ja, aber das reicht schon, um ein Integral zu definieren, weil jetzt nehmen wir einfach, ja, dieses CI, ja, also sozusagen eine Obersumme, nehmen wir das CI doch mal, ja, und dann brauchen wir das Maß von den Mengen dort unten. Also μ, also wenn wir dieses Maß μ nennen, was sehr oft passiert, ja, von dieser Menge da unten, den habe ich jetzt noch keinen Namen gegeben. Das ist sozusagen das Urbild von diesem Intervall. Ja, aber nehmen wir das mal zusammen und geben den jetzt einfach mal grob hier einen Namen A. Und dann setzen wir den in das Maß ein und messen quasi das Volumen. Und das können wir für die ganze Zerlegung machen. Das heißt, wir summieren dann auf. Ja, ist eine endliche Zerlegung wieder von der Y-Achse. Das heißt, das ist wieder eine endliche Summe. Also auch hier. Den könnten wir vielleicht jetzt einfach fast mal ein i geben, damit hier auch klar ist, ja, hier werden verschiedene Mengen aufaddiert. Ja, und damit haben wir auch wieder so eine Obersumme oder auch eine Untersumme, je nachdem welches CI wir dort wählen, und können dann sagen, im Grenzwert ergibt das das Lebesgue-Integral. Ja, aber das ist die Konstruktion des Lebesgue-Integrals, will ich hier nicht wiederholen, aber das ergibt das Lebesgue-Integral. Und das funktioniert dann für jegliche Maßräume, dadurch, dass wir uns von der X-Achse verabschiedet haben und einfach nur die Achse nehmen, die sowieso R ist, und zerlegen sie. Ja, dann brauchen wir aber wirklich den neuen Begriff des Maßes, weil wir dann wissen wollen, ja, was sind denn hier beliebige Mengen? Ja, die müssen wir messen. Auch schon im Eindimensionalen. Weil hier messen wir einfach nur die Längen von, also die rechte Grenze minus die linke Grenze haben die Länge. Hier kann sich das so beliebig verstückeln. Da müssen wir es irgendwie aufaddieren. Und sagen, ja, das ist dann mein Maß auf R. Ja, und das verallgemeinert das Riemann-Integral im Wesentlichen und beseitigt auf jeden Fall schon mal das Problem im Mehrdimensionalen, dadurch, dass es jetzt für beliebige Dimensionen funktioniert, von der Konstruktion, wir müssen nur das Maß festlegen, und es verabschiedet sich auch von dieser Stetigkeit. Also, die Stetigkeit ist jetzt nicht mehr so wichtig. Ja, auch das liegt daran, dass wir jetzt einfach allgemeine Maß messen können und sagen können, ja, wie groß sind denn die Mengen, die da jetzt Unstetigkeitsstellen haben. Und auch dieser Grenzwertprozess, das war der letzte Punkt hier, auch der liefert sehr starke Sätze und deswegen ist das Lebesgue-Integral gerade in der Analysis sehr wichtig. Ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Ansonsten bis zum nächsten Mal.